In diesen turbulenten Zeiten in der Covid-Welt ist man versucht zu sagen, was wäre gewesen, wenn wir dies und jenes gewusst hätten. Oder wie es in einer deutschen Comedy-Serie so salopp ausgedrückt wurde, hätte, hätte, Fahrradkette. Heute geht es hier unter anderem um, was wir wirklich über das Virus wissen. Dazu spreche ich mit Monsignore Robert J. Vitillo, der als ausgebildeter Sozialarbeiter bekannt für seine umfassende Expertise in den Bereichen menschliche Migration, Flüchtlingshilfe, Kinderschutz, soziale Dienste, Menschenrechte, HIV/AIDS und globale Gesundheit ist. Wenn die Regierungen mehr über den Impfstoff gewusst hätten, dann wären sie alle in der Lage gewesen, das zu tun, was einige Regierungen tun konnten, da die Infektionsraten in ihrem Land noch nicht so hoch waren. Nun, ich korrigiere meine vorherige Aussage. Es geht heute unter anderem darum, was wir wirklich nicht über das Virus wissen. Jetzt hier im EWTN-UN-Blog. Im vergangenen Jahr, aufgrund der zunehmenden Todesfälle und der sich abzeichnenden Wirtschaftskrise, wuchs die Nachfrage nach Impfstoffen, was die Weltgesundheitsorganisation und Regierungen dazu veranlassten, auf schnellere und auch risikoreichere Genehmigungen für klinische Studien zu drängen. Ich bin nun in Genf mit Monsignore Robert Vitillo verbunden. Guten Tag, Monsignore. Good afternoon, Christian. Mit den klinischen Studien 2020, im Nachhinein betrachtet, lief das nicht alles viel zu schnell? Also ich glaube, dass bei der wissenschaftlichen Analyse, die gemacht wurde, sehr viel Sorgfalt und Sorgfaltspflicht angewandt wurde. Der Unterschied zu anderen Forschungen in der Vergangenheit bestand darin, dass die Regierungen, die Gesundheitsbehörden und die Privatindustrie viel mehr bereit waren, Informationen auszutauschen und bei der Entwicklung von Impfstoffen transparenter waren. Auch die Aufsichtsbehörden der Regierungen arbeiteten mehr zusammen. So konnten sie Hindernisse, die es in der Vergangenheit bei der medizinischen Forschung oft gab, schneller überwinden. Aber ich glaube, dass sie sehr sorgfältig vorgehen, um diese Impfstoffe zu entwickeln. Und das ist ein großer Fortschritt, hoffentlich auch für die wissenschaftliche Forschung in der Zukunft. Zunehmend zweifeln die Menschen an den, wie es die Regierungen nennen, Covid-19-Strategien. Denn wo ist die Logik in all dem? Mehr Tests, mehr Impfungen und Schutz, aber trotzdem steigen die Zahlen und es stehen nun auch wieder härtere Corona-Auflagen und Lockdowns an. Yes, indeed. If governments had been more knowledgeable about the vaccine. Ja, in der Tat. Wenn die Regierungen mehr über den Impfstoff gewusst hätten, dann wären sie alle in der Lage gewesen, das zu tun, was einige Regierungen tun konnten, da die Infektionsraten in ihrem Land noch nicht so hoch waren, nämlich so viele Menschen wie möglich zu testen und um diejenigen zu isolieren, die infiziert waren, sie zu behandeln und somit den Rest der Bevölkerung zu schützen. Also eine sehr traditionelle Art und Weise, wie man mit der öffentlichen Gesundheit in Notfallsituationen umgeht. Aber Tatsache war, dass dieses Virus schon viel weiter verbreitet war, schon bevor wir es registriert hatten. Und deshalb hatten viele Regierungen nicht den Luxus, zu testen, zu behandeln und zu isolieren. Und so kam es zu den Lockdowns, um zu versuchen, die Ausbreitung auf eine andere Art und Weise in den Griff zu bekommen. Ich denke, dass es immer noch sehr wichtig ist, richtige Informationen zu verbreiten und alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Aber wir werden weltweit weitere Sperren sehen, während der zweiten und dritten Infektionswelle. Wie kürzlich hier in Berlin protestieren in Deutschland immer mehr Menschen gegen die Corona-Auflagen. Gleichzeitig fährt die Regierung eine groß angelegte Kampagne für Impfungen. Das Gesundheitsministerium spannt Promis ein. Hier sehen wir zur Sache Schätzchen Schauspielerin Uschi Glas, die für die Impfsache wirbt. Deshalb lasse ich mich impfen. Mit einem kleinen Pieks holen wir uns unser Leben zurück. Deutschland krempelt die Ärmel hoch für die Corona-Schutzimpfung. Was ist mit den Behauptungen von Kritikern, dass viele Regierungen diese Pandemie nutzen, um auszuprobieren, wie sehr sie ihre Bürger bevormunden und wie weit einschränken können?
I think governments have lots of other ways to control the population, and so I don't believe that they're taking. Ich denke, Regierungen haben viele andere Möglichkeiten, die Bevölkerung zu beherrschen. Ich glaube nicht, dass sie diese Mittel als eine Art Test dafür einsetzen, welche Einschränkungen durchsetzbar sind. Ich glaube, sie versuchen ihr Bestes, um die Ausbreitung dieser lebensbedrohlichen Krankheit auf der ganzen Welt zu stoppen. Aber ich denke, das größere Problem sind die Falschmeldungen, die verbreitet werden, die heute durch die sozialen Medien so schnell zugänglich sind und die oft von einigen Nachrichtenagenturen bewusst verbreitet werden. Und ich denke, die Antwort darauf ist, dass wir dafür sorgen, dass wahre Informationen verbreitet werden, also Fakten, die wir über diese neue Krankheit haben. Dabei haben besonders religiöse Organisationen der katholischen Kirche und anderen Kirchen und religiösen Traditionen und ihre Oberhäupter eine wichtige Aufgabe, nämlich die Verbreitung von sachlichen Informationen. Man hört immer öfter den Begriff Impfstoffnationalismus. Jedoch in Europa sollen die Länder nun nicht mehr national verhandeln, sondern einem gesamteuropäischen Konzept folgen. Was ist denn so verkehrt mit zuerst mein eigenes Land? Vaccine nationalism is a term that we've been using because of the fact that there are some governments that are trying to. Impfstoffnationalismus ist ein Begriff, den wir verwenden, weil es einige Regierungen gibt, die versuchen, riesige Vorräte an Impfstoff zu horten, viel mehr als sie brauchen, um ihre gesamte Bevölkerung zu impfen. Und das hat zur Folge, dass andere Teile der Welt, besonders die ärmeren und die politisch weniger einflussreicheren Länder, nicht in der Lage sind, ihrer eigenen Bevölkerung Zugang zu dem Impfstoff zu ermöglichen. Und viele Politiker und vor allem religiöse Oberhäupter, wie unser Heiliger Vater Papst Franziskus, haben sich dagegen ausgesprochen, da wir als Gläubige die Überzeugung haben, dass alle Menschen Zugang zu Impfstoffen wie dem Covid-19-Impfstoff haben sollten. Und wir versuchen sollten, uns nicht nur um uns selbst oder unser eigenes Land zu kümmern, sondern darum, dass die ganze Welt Zugang zu den Impfstoffen hat. Trying to be concerned not only about ourselves or our own country, but about the whole world being able to have access to the vaccines. An Ostern in seiner Predigt hatte Papst Franziskus eine gerechtere Verteilung der Impfstoffe gegen das Coronavirus gefordert. Die ärmsten Länder dürften nicht vergessen werden, sagte der Papst, bevor er den traditionellen Ostersegen Urbi et Orbi sprach. Im Sinne eines Internationalismus der Impfstoffe fordere ich daher die gesamte internationale Gemeinschaft auf, in gemeinsamer Anstrengung die Verzögerungen bei der Impfstoffversorgung zu überwinden und eine solidarische Verteilung speziell mit den ärmsten Ländern zu fördern. In seiner Enzyklika Fratelli Tutti, Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft, beschäftigt sich der Heilige Vater auch mit Lehren, die aus den Erfahrungen der Corona-Pandemie zu ziehen sind. Ja, und in Anlehnung an das, was zum Thema Anpassungsfähigkeit im ersten Korintherbrief geschrieben steht, denke ich, sind gerade wir Christen aufgerufen, unsere Intelligenz zur Anpassungsfähigkeit zu nutzen oder, wie es der Heilige Vater ausdrückte, zum Sprung hin zu einer neuen Lebensweise.